Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. 2 Minuten nach 6, die anderen schleichen sich dann wieder rein. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt zum Ende des Tages ein, wie ich schon vorhin sagte, ein Brückenpanel sozusagen anbieten können. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die Diskussion, die wir in den anderen Bereichen heute hatten. Mir ging es in meiner Forschung bis jetzt im Grunde immer wieder so, dass ich am Ende des Tages zurückgeworfen war auf die Frage nach dem Aufnahmeverfahren, in denen uns oder meine Tondokumente hergestellt wurden, der Herstellungsprozess derer, welcher Tonträger verwendet wurde und nicht zuletzt natürlich, wie er digitalisiert wurde. Ich habe mir sehr oft die Frage stellen müssen, ob das, was ich hier höre und nicht nur höre, sondern auch vermesse, überhaupt das ist, was tatsächlich vor den Trichtern passiert ist oder dann später mit den Kohlemikrofonen oder ob das nicht etwas ist, das auf dem langen Weg vom Studio bis zum Digitalisat unter Umständen 100 Jahre später hinzugekommen ist. In diesem Zusammenhang oder umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit Klaus-Peter Gallenmiller jemanden hier haben, der uns diese Zusammenhänge einmal aufzeigen kann. Ich habe es so verstanden, dass sein einleitender Vortrag so eine Art Einleitung oder Einblick in den Herstellungsprozess eines Tondokumentes uns geben wird, um dann den Brückenschlag zur Digitalisierung hinzumachen. Und im Anschluss an den einleitenden Vortrag haben wir dann auch die Möglichkeit, ganz praktische Fragen zu diskutieren, anzusprechen. Eben solche Dinge wie, kann ein Tondokument unter Umständen vor der Messung, sprich der Digitalisierung oder also manipuliert oder angepasst werden, sodass es für unsere Bedürfnisse besser geeignet ist, sage ich es mal ganz pauschal. Ja, viel mehr möchte ich nicht sagen, außer dass ich mich sehr freue, dass Christian Zwark auch dabei sein kann und hier entsprechend ergänzen kann. Alle anderen Verweise, möglicherweise auch auf die Gesellschaft der für historische Tonträger in Wien, kommen sicherlich von Herrn Gallenmiller gleich selbst. Herr Gallenmiller, Sie haben das Wort. Kein Ton. Können Sie mich jetzt hören? Ja, Gut, es geht. wunderbar. Jetzt geht's. Also, wunderbar. Dann muss ich meinen Screen noch sharen. Und mit Ton Share Screen. So, ich hoffe, Sie können meine Präsentation sehen. Ja. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein und mit Ihnen darüber zu diskutieren, wie authentisch ist denn ein historisches Tondokument? Und das Ganze soll einfach eine Einführung sein für eine weitere Diskussion, die wir dann im Anschluss gerne führen können, wo wir einfach Ihre offenen Fragen auch ansprechen können. Ja, beginnen möchte ich mit einem historischen Beispiel, und zwar mit Enricus Caruso, Arie aus dem Pagliacci, die es in unterschiedlichsten Formen gibt. Es gibt eine Erstveröffentlichung 1907 auf einer Victor-Platte. Es gibt eine italienische Pressung, die ich hier abgebildet habe, aus der gleichen Zeit. Es gibt aus den 30er Jahren schon eine Überspielung. Und dann natürlich diese bekannte, berüchtigte Aufnahme Caruso 2000. Aber bevor ich Ihnen diese einzelnen Sachen hier anspiele, zeige ich Ihnen einen Werbefilm der HMV von 1932, wo genau diese Überspielung, die Sie hier als dritte Platte sehen, angepriesen wird. Das ist ein kurzer Film, der sehr hübsch anzuschauen ist. Der Film hat keinen Ton. Oh, das ist schlecht. Dann versuche ich das Ganze noch einmal neu zu scheren. Hast du den Ton geteilt auch, nicht nur den Bildschirm? Du musst Ton Ja, freigeben. habe ich.
Dann versuchen wir es noch einmal. Ja. Geht's jetzt? Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja. The wonderful voice the world has ever known was undoubtedly that of Caruso. His most popular record, and as a matter of fact the one which made him famous, was and still is On with the Motley from I Pagliacci. This record was made in 1905, and I'm going to play to you a few bars on an instrument of the period. Give you a very good idea of how Caruso's voice sounded to his own ears 27 years ago and played on an instrument which, incidentally, belonged to himself. Now, for years, recording engineers have been attempting to find some way by which the voice of Caruso could be revitalized and the true beauty and dramatic fervor brought out. And at last they have succeeded. Right. Okay. All ready, Douglas. Going down. Accompaniment grafted onto the voice of the immortal tenor, which now rings forth in all its true richness with the same fervor which brought countless audiences thronging to every opera house in the world. Listen to this record. Ja, soweit zu diesem Ton- und Bilddokument. Jetzt stellt sich die Frage, ist diese Aufnahme noch authentisch? Sie ist anders als das Original, was 1907 aufgenommen worden ist. Und natürlich auch die Aufnahme, die danach jetzt hier die Caruso 2000 bedient sich Teile der Originalaufnahme von 1907. Wie ist die Authentizität hier zu betrachten? Es ist schwierig zu beantworten, aber man muss genau sich dieses vor Augen führen, um ein Tondokument richtig einordnen zu können. Und genau das wollte ich hier mit Ihnen diskutieren. Was müssen wir denn betrachten, um ein Tondokument verstehen zu können? Zunächst einmal, wie ist es aufgenommen worden? Da sind wir dann bei der Aufnahme- und Reproduktions- und Wiedergabetechnik. Und natürlich auch die Frage, was ist aufgenommen worden? Hier sind wir bei der Aufnahmesituation, beim Werk, beim Musiker und dann auch schlussendlich bei den Diskografien. Über beide dieser Aspekte möchte ich Ihnen einfach heute gerne berichten. Zunächst über die Aufnahme- und Wiedergabetechnik. Hier müssen wir uns das Prinzip der Tonaufzeichnung mal anschauen. Wir beginnen hier mit der Schallaufnahme. Das Ganze wird aufgenommen, wird gespeichert, wird vervielfältigt. Dann kommt ein Tondokument heraus, hier oben auf der rechten Seite. Dieses Tondokument unterliegt einem gewissen Verschleiß, wird gelagert, wird verschmutzt. Und dann kommen wir zum heutigen Tondokument. Denn das, was bis heute passiert ist, das liegt eindeutig in der Vergangenheit. Und
daran können wir auch nichts mehr ändern. Wir haben nur den Handlungsspielraum, in dem wir das heutige Tondokument, so wie wir es vorfinden, richtig behandeln, reinigen, mechanisch restaurieren, abspielen, digitalisieren und in der digitalen Ebene restaurieren und sichern. Aber Sie sehen auch hier, die Noten ganz links oben sind etwas unterschiedlich wie die Noten ganz rechts unten. Hier ist etwas unterschiedlich, was das Tondokument, was ursprünglich mal aufgenommen worden sollte, verändert hat. Wir müssen uns die verschiedenen Sachen noch einmal näher anschauen. Bei der Schallaufnahme geht es natürlich um die Raumakustik. Es geht entsprechend des Aufnahmeprozesses. Wie sind die Aufnahmen gemacht worden? Welche Trichter sind verwendet worden? Wo sind die Trichter positioniert gewesen? Die Aufnahmepraxis, dazu zeige ich nachher auch ein paar Bilder, sind ganz wichtig. Welche Schallführung ist verwendet worden? Welche Schalldose? Die Drehzahl, auch ein sehr wichtiges Element, über das wir noch diskutieren müssen. Und natürlich dann auch der Herstellprozess. Konnte der Hersteller damals Platten in hoher Qualität herstellen? Ist die Platte richtig zentriert worden? Ist die Matrize neu oder bereits verschlissen gewesen? Ist das Pressmaterial rauscharm oder rauschfrei? Das sind ganz wichtige Einflussgrößen, die wir kennen und betrachten müssen. Zunächst schauen wir uns mal die Aufnahmemaschinen an und die Aufnahmesituationen. Hier habe ich Ihnen ein paar Aufnahmemaschinen aus der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts hier gezeigt. Wir haben die in der Mitte diese große Maschine von der Gramophone Company, rechts ein etwas moderneres Element, aber alle eben akustisch. Und viele der Aufnahmen, die für Sie von Interesse sind, sind genau mit diesen Maschinen entstanden. Die Aufnahmen sind alle ohne Verstärker aufgenommen worden, mit Trichtern, voll akustisch. Hier sehen Sie einige Beispiele von Aufnahmetrichtern auf der linken Seite. Und der Schall, der vom Trichter aufgenommen worden ist, wurde dann über einen Tonarm oder Schläuche zu einer Aufnahmeschalldose geführt. Hier sehen Sie auch einige Beispiele. Links oder hier in der Mitte die zwei historischen von Columbia und Lindström. Die rechte Schalldose existiert heute noch und hat uns auch für einen Nachbau hier Modell gestanden. Dazu komme ich aber später. Die Aufnahmepraxis aus der damaligen Zeit ist auch sehr, sehr wichtig. Und wir müssen genau das berücksichtigen, um die Inhalte richtig bewerten zu können. Ist die Aufnahme mit einem oder mit zwei Trichtern gemacht worden? Wie steht der Musiker und der Pianist zueinander? Sehen die sich? Ist die Synchronisation damit möglich? Genau das ist oftmals hier, wie Sie auf dem linken Bild sehen, wenn der Pianist spielt, dann hat er auch gar keinen Blickkontakt zum Sänger. Wir haben hier Orchesteraufnahmen, auch mit mehreren Trichtern, die wir hier sehen können. Natürlich klingt der eine Sänger, der nah am Trichter steht, anders wie der, der weiter entfernt steht. Es ist sehr viel schwieriger gewesen, Aufnahmen mit der historischen Technik zu machen, wie es heute üblich ist. Das Grammophon oder der Phonograph ist einfach kein MP3-Spieler oder MP3-Rekorder, so wie wir das heute kennen. Dementsprechend hat die Aufnahmesituation einen großen Einfluss zu dem, was wir heute vorfinden. Der Trichter erfordert auch bestimmtes Können der Sänger. Hier sehen Sie eine schöne Annonce, die in der phonografischen Zeitschrift veröffentlicht worden ist. Koloratursängerin vor dem Trichter geübt. Genau das war notwendig, denn wenn Sie vor einem Trichter singen, ist das ein ganz anderes Erlebnis, als wenn Sie vor Publikum in einem Konzertsaal singen. Ein Trichter hat die negative Eigenschaft,
den Schall stark zu reflektieren. Das heißt also, der Trichter singt dem Sänger stark entgegen und das Ganze noch mit einem nichtlinearen Frequenzgang. Dementsprechend muss der Sänger auch geübt sein, vor dem Trichter zu singen und dort eine richtige seine Interpretation auch richtig abzugeben. Der Trichter selber muss natürlich auch akustisch betrachtet werden. Wie ist denn überhaupt die Übertragungsfunktion eines Trichters? Wie wird die Stimme des Sängers in die Plattenrille übertragen und dann schlussendlich wieder auf den Wiedergabetrichter? Dazu gibt es sehr interessante Forschungen im Erich-Tillinius-Institut in Detmold beim Professor Malte Koop. Hier sehen Sie Messungen und Simulationen genau zu diesem Thema, und zwar den Frequenzgang des Aufnahmepfads. Wie Sie hier sehr leicht erkennen können, hat das Ganze einen sehr stark nichtlinearen Frequenzgang. Und das führt natürlich dazu, dass bestimmte Frequenzen extrem stark hervorgehoben werden auf der Aufnahme, andere wiederum werden abgedämpft. Auf der Wiedergabeseite ein ähnliches Bild. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Singstimme, es gibt dort ein Vibrato und dieses bewegt sich genau hier auf einer starken Flanke. Damit bekommen Sie bei einem Frequenzvibrato ein starkes Amplitudenvibrato als Konsequenz. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn Sie Auswertungen darüber machen. Das kann sich hier entsprechend dieser starken Flanke deutlich von dem unterscheiden, was Sie im Konzertsaal gehört hätten. Gehen wir zu anderen Aufnahmegeräten. Elektrische Verfahren sind ab Mitte der 20er Jahre hier ins Geschehen gekommen. Sie haben hier die Maschine der HMV mit einem elektrischen Umbau. Hier bei dem Bild sieht man auch sehr schön den Gravitationsantrieb. Die alten Aufnahmemaschinen hatten auch keinen Elektroantrieb, sondern eben einen Gravitationsmotor. Auch das muss man hier sehen, der das Ganze antreibt und auch wiederum bestimmte Eigenschaften verursacht. Zum Beispiel, es gibt keine Synchronisation zu einem 50-Hertz-Netz. Sie haben hier ebenfalls eine andere Bauform. Auch hier sieht man das Gewicht sehr schön, was die Maschine antreibt. Etwas später kamen dann Maschinen mit elektrischem Antrieb auf den Markt. Hier die Neumann AM31. Sie sehen auch schon die Stroboskopscheibe, was dann auch die Drehzahlkonstanz etwas erhöht hat. Im Elektrischen haben wir auch die Aufnahmepraxis, die wir betrachten müssen. Hier haben wir natürlich verschiedene Mikrofone, die im Einsatz sind. Hier sehen Sie das Reis-Kohlekörnchen-Mikrofon, auch mit einem bestimmten Frequenzgang, der deutlich eingeschränkt ist, der auch zu Störgeräuschen neigt. Sie haben hier einen anderen Aufbau. Sie sehen hier eine Neumann-Flasche, aber auch nur eine vor einem großen Orchester. Und nur dieses eine Mikrofon nimmt den gesamten Toneindruck auf. Oder auch hier ein Bild aus dem Lindström-Studio. Hier sehen Sie die Situation des Orchesters Dario Spela mit einem RCA-Mikrofon, was sich hier auf diesem Galgen befindet. Auch das muss man hier berücksichtigen, wenn man die Platten anhört und dann auf die Aufnahme schließt. Es geht noch weiter mit Einflussgrößen. Wir haben hier natürlich das Aufnahmemedium. Bis in die 50er Jahre hinein wurden Schallplatten auf Wachs aufgenommen. Und hier sehen Sie einen Original-Wachskuchen aus dem Jahr 36. Und das Ganze ist eine Mischung von verschiedenen Wachsen, die hier zusammengeschmolzen sind, und auch hier ergeben sich unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Elastizitätscharakteristika, und auch das beeinflusst natürlich den Frequenzgang der Aufnahme.
nachdem die Schallplatte auf Wachs aufgenommen worden ist, die erste Masteraufnahme, kommt natürlich der Herstellprozess. Das heißt, Sie sehen hier einen prinzipiellen Aufbau, wie man von der Wachsplatte zu der fertigen Schallplatte kommt. Auch hier gibt es natürlich beliebig viele Einflussgrößen über das Material, über die Galvanik, über den Pressprozess, was den Toneindruck beeinflussen kann. Es gibt hier auch einen schönen Film darüber, den überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Das können Sie vielleicht dann aus den verteilten Materialien anschauen. Wir gucken uns jetzt hier noch einmal das Thema Gebrauch und Verschleiß an. Und zwar gibt es hier natürlich auch die Situation, dass die Vorbesitzer unserer Schallplatten oftmals nicht sehr zimperlich mit den Platten umgegangen sind. Man hat Nadeln zu wenig häufig gewechselt, man ist sehr rau mit den Platten umgegangen. Wir finden Beschädigungen, wir finden Verschmutzungen und genau das tut uns heute natürlich leid, weil der Originalzustand deutlich unterschiedlich ist mit dem Zustand, den wir heute vorfinden. Ja, ganz schlimme Beispiele sind hier zu sehen, wenn die Platten sogar gebrochen sind oder bei Lackplatten gibt es diese Laminationsrisse, die dann natürlich ein Abspülen sehr, 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 sehr schwierig machen. Einige Bilder zum Thema Verschmutzung von Schallplatten. Hier sehen Sie, wie eine Schallplattenrille im Elektronenmikroskopbild ausschaut. Es gibt hier Staubablagerungen, die den Ton beeinflussen. Es gibt Kratzer, die auf der Schallplattenoberfläche sind, die natürlich auch hier zu Störgeräuschen führen. Ja, jetzt haben wir die Schallplatte so, wie wir sie heute vorfinden. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie gehen wir sinnvollerweise mit den Schallplatten um. Zunächst einmal sollten sie gereinigt werden. Mechanische Beschädigungen, Löcher oder so etwas, die sich durch Nadeln ergeben haben, sollte man füllen. Das Abspielen und das Digitalisieren erfordert auch hier einiges an Fachwissen. Es gibt unterschiedlichste Rillengeometrien, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, je nachdem, wie die Abspielnadel, die man heute verwendet, zum Profil passt. Das Auflagegewicht hat einen Einfluss, die Drehzahl und so weiter. Das sind Punkte, die man bei der Digitalisierung und beim Abspielen berücksichtigen muss. Wenn wir in der digitalen Ebene angekommen sind, gibt es dann Möglichkeiten, die Schallplatten oder die Töne digital nachzubearbeiten über eine digitale Entzerrung, über D-Click, D-Crackle, D-Noise, die verschiedenen Restaurierungsverfahren. Und damit kann man Beschädigungen, man kann Effekte hier mit einbauen und Beschädigungen eliminieren. Über die verschiedenen Restaurierungsverfahren kann ich Ihnen nachher noch mal was erzählen. Ganz wichtig bei dem Thema Schallplattenwiedergabe ist natürlich auch die Geschwindigkeit. Wir haben es heute im Laufe des Tages schon gehört, das Thema Temporegler. Es wurde angedeutet, es gibt heute keinen Temporegler mehr. Ja, bei Grammophonplatten gibt es den sehr wohl. Sie sehen hier einfach ein Beispiel eines Grammophons, wo die Schallplattengeschwindigkeit angepasst werden kann. Und da gibt es auch keine Raststellung für 78 oder sowas, sondern das war früher einfach üblich, nach Geschmack, nach Klangeindruck die Geschwindigkeit einer Schallplatte zu verändern. Das Ganze geht dann auf ein Federwerk. Hier sehen Sie so einen Federwerkmotor, der sich unter dem Plattenteller befindet. Und genau damit kann man, oder mit diesem Regler kann man genau die Geschwindigkeit dieses Motors dann verändern. Es ist sehr wichtig, die richtige Geschwindigkeit zu treffen. Hier gibt es eine sehr schöne Darstellung von dem George Bernard Shaw, der erzählt, wie wichtig denn das Ganze ist, die richtige Geschwindigkeit einer Schallplatte zu treffen. Das ist ein sehr hübsches Tondokument, was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.
Let me introduce myself. Bernard Shaw. I am asked to give you a specimen of spoken English. But first, let me give you a warning. You think you are hearing my voice, but unless you know how to use your gramophone properly, what you are hearing may be something grotesquely unlike any sound that has ever come from my lips. A few days ago, I heard a gramophone record of a speech by Mr. Ramsay MacDonald, the parliamentary chief of the British Labour Party, who has a fine, deep Scottish voice and a remarkably musical and dignified delivery. What I heard was a high-pitched, sharp, cackling voice, most unmusical, suggesting a small, egotistical, very ill-mannered man complaining of something. I said, "That is not Mr. MacDonald. I know his voice as well as I know my own." The gramophone operator assured me that it was, and showed me the label on the record to prove it. I said, "No, that is not Ramsay MacDonald. But let me see whether I cannot find him for you." Then, as the record started again, I took the screw, which regulates the speed, and slowed the record down gradually until the high-pitched yapping changed to the deep tones of Mr. MacDonald's voice, and the unmusical, quarrelsome self-assertion became the melodious rhetoric of the Scottish orator. "There," I say, "that is Mr. MacDonald." So you see, what you are hearing now is not my voice unless your gramophone is turning at exactly the right speed. I have records of famous singers and speakers who are dead, but whose voices I can remember quite well. Adelina Patti, Sarah Bernhardt, Charles Santley, Caruso, Tamagno, but they sound quite horrible and silly until I have found the right speed for them as I found it for Mr. MacDonald. Now the worst of it is that I cannot tell you how to find the right speed for me. Those of you who have heard me speak, either face to face with me or over the wireless, will have no difficulty. You have just to change the speed until you recognize the voice you remember. But what are you to do if you have never heard me? Well, I can give you a hint that will help you. If what you hear is very disappointing, and you feel instinctively that must be a horrid man, you may be quite sure the speed is wrong. Slow it down until you feel that you are listening to an amiable old gentleman of 71 with a rather pleasant Irish voice. Then that is me. All the other people whom you hear at the other speeds are imposters, sham shaw, phantoms who never exist. Ich glaube, man kann es nicht schöner darstellen als hier diese Aufnahme von George Bernard Shaw, wie wichtig denn die richtige Geschwindigkeit ist. Es gibt hier Beispiele, dass die Aufnahmegeschwindigkeiten deutlich abweichen von den 78 Umdrehungen als Nenndrehzahl. Ich habe hier zwei Beispiele. Die werde ich Ihnen nachher direkt aus der Datenbank vorspielen. Einmal die Bildnisarie, wo wir Solldrehzahl von 75 und eine reale Drehzahl von 85 haben, also 10 Umdrehungen mehr. Oder hier eine, wo wir 10 Umdrehungen weniger
als sie die Solldrehzahl haben. Es sind wahrscheinlich Platten, wo sich der Toningenieur einfach verzählt hat bei der Bestimmung der Geschwindigkeit. Es gab keine digitale Geschwindigkeitsanzeige und auf den Schneidemaschinen gibt es eigentlich nur so ein kleines Rädchen, wo man die Geschwindigkeit einstellen kann. Also dementsprechend wird das wahrscheinlich die Ursache gewesen sein. Und die Platten hören sich natürlich dann komplett schräg an. Das zeige ich Ihnen dann nachher, wenn wir direkt in der Datenbank sind. Wie bestimmt man nun die richtige Abspielgeschwindigkeit? Dazu gibt es natürlich das subjektive Verfahren, indem man einfach so lange an dem Geschwindigkeitsregler dreht, bis es so klingt, wie man sich es vorstellt, so wie es der G.P. Shaw erzählt hat. Oder es gibt analytische Verfahren. Hier hat Christian Zwarak wesentlich dran gearbeitet und hat mit seinem Verfahren hier auch ein ganzes Buch bestückt mit entsprechenden Informationen zur Gramophone Company, welche Abspielgeschwindigkeit für welche Schallplatte empfohlen ist. Großartiges Werk, kann ich Ihnen nur empfehlen. Und wir können dann in der Diskussion nachher auch direkt von Christian Zwarak darüber hören. Es gibt Störgeräusche bei der Plattenwiedergabe, die wir beseitigen können, zeitdiskrete, zeitkontinuierliche und Verzerrungsfehler, die durch die verschiedenen Restaurierungsverfahren eliminiert werden können. Also es gibt hier natürlich das D-Click, das D-Crackle, das sind diese Kratzer, die mit hoher Amplitude sind. Es gibt die kleinen Störungen, das Knistern, was man rausnehmen kann. Es gibt das Rauschen, das D-Noise-Verfahren, wo ein Rauschprofil von einer Schallplatte aufgenommen worden oder wird und dann das Nutzsignal entsprechend abgesenkt oder nicht abgesenkt wird. Sobald wir aber an dem Originalton etwas verändern durch digitale Restaurierung, gibt es natürlich auch immer die Gefahr, dass wir etwas hinzufügen. Wir nehmen nicht nur etwas weg, sondern wir fügen auch Artefakte hinzu, die den Klangeindruck auch beeinflussen können. Auch das muss man berücksichtigen, wenn Platten oder Digitalisate, die man im Internet findet, bei YouTube, wenn man die abspielt, da könnten zum großen Teil auch Artefakte mit eine Rolle spielen, die dann die Analysen, die sie betreiben, deutlich verfälschen können. Man muss sich dessen bewusst sein. Wichtig für uns ist auch, das Ganze noch einmal zu verifizieren. Heute gibt es nur noch sehr wenig Wissen über die Aufnahmetechnik. Wie ist es denn wirklich gemacht worden? Und zusammen mit der Universität in Detmold wollen wir ein Re-Engineering des 78 Umdrehungen Aufnahmeprozesses, des akustischen Aufnahmeprozesses durchführen. Und wir haben glücklicherweise eine akustische Aufnahmemaschine, die uns zur Verfügung steht. Und anhand dieser akustischen Aufnahmemaschine Nachbauten von Aufnahmeschalldosen und von Trichtern wird es uns in absehbarer Zeit möglich sein, auch akustische Aufnahmen zu machen, um dann dort wieder genau den kompletten Weg vom Sänger bis zur Wiedergabe nachzubauen, nachzuvollziehen und auch zu vermessen, um daraus auch mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Das Ganze geht natürlich auch auf dem elektrischen Verfahren. Da ist es sehr viel einfacher. Da gibt es Maschinen, die zur Verfügung stehen. Und das habe ich auch schon häufig vorgeführt. Und auch hier kann man mit Sicherheit einiges aus dem entnehmen, wie sich der Klangeindruck vom Original, von der Originalaufnahme bis zur Wiedergabe des aufgenommenen Mediums, hier in dem Fall auf Dezilit, verändert. Hier sieht man also auch sehr deutlich, dass das Aufnahmeverfahren den Klangeindruck deutlich beeinflusst. Zum nächsten Punkt möchte ich kommen. Wir sollten uns natürlich auch anschauen, was ist aufgenommen worden.
Wie ist die Aufnahmesituation? Welches Werk, welcher Musiker? Wer hat wo mitgespielt? Das ist dann jetzt genau das Thema der Diskografien. Und hier gibt es im Netz eine unglaubliche Vielzahl von Diskografien, die mehr oder weniger gut diese Thematik abbilden. Hier habe ich mal einige wenige davon aufgelistet. Man findet dort meistens einfach Auflistungen von Schallplatten mit mehr oder weniger guten Informationen. Meistens sind genau die Informationen aus Katalogen oder Aufnahmebüchern abgeschrieben und in Listenform mehr oder weniger zugänglich. Manche Diskografien haben auch Tonbeispiele, haben Label-Scans mit dabei. Manche, zum Beispiel das Archive.org, hat keine diskografischen Angaben. Es hat nur Soundfiles und Label-Scans. Es gibt hier eine große Vielzahl von Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen aber die Datenbank der GHT näher bringen, das GHT Base Web V2. Das ist die Datenbank, die von der GHT gepflegt wird. Und wir haben dort eine internetbasierte Datenbank, die in der Lage ist, alle Medientypen, also Walzen, Schellack-Schallplatten, Vinyl, CDs, Bänder abzubilden. Wir haben uns entschieden, listenorientierte Darstellungen zu machen. Wir haben die Möglichkeiten, Listen nach Matrizen, nach Medien, also das heißt ein virtuelles Aufnahmebuch oder einen virtuellen Katalog abzubilden. Wir können damit auch Listen von Künstlern oder darstellen, können zeigen, wer hat was aufgenommen. Natürlich nach Titeln ebenfalls. Wir wollen das Ganze auch als tönende Diskografie anbieten. Das heißt, wir haben die Soundfiles und die Labelbilder mit angehängt, soweit verfügbar. Der Inhalt ist kuratiert. Wir schreiben nicht nur das Label ab, was auf der Schallplatte sich befindet, sondern die Auflistung erfolgt nach standardisierten oder normalisierten Namen und Titeln. Nur damit hat man die Möglichkeit, auch die Sachen zu finden, die zusammengehören, um auch hier Vergleiche zu machen. Eine Datenbank hat den großen Vorteil, Sie können auch beliebige Hintergrundinformationen über Labels, Künstler, Autoren, Techniker, Aufnahmeräume und so weiter dazu bringen und nur mit einem Klick schaffen Sie dann natürlich auch weitere Informationen und können das Thema einer Aufnahme von den unterschiedlichsten Betrachtungswinkeln sich anschauen. Wir haben die Möglichkeit, damit auch reale Schallplattensammlungen zu verwalten und können virtuelle Sammlungen abbilden. Auch Sammlungen, die so gar nicht mehr existieren, sondern die irgendwo historisch mal aus bestimmten Gründen so zusammengestellt worden sind, kann man dann für die Ewigkeit in einer Datenbank weiter am Leben erhalten. So ein Verfahren ist ein Änderungsmanagement natürlich sehr wichtig. Das heißt also, auch die Nutzer sollten in der Lage sein, Änderungsvorschläge mit einzubringen, Ergänzungen mit einzubringen. Und auch das ist ein sehr wichtiges Feature, was in eine Datenbank mit hineingehört. Hier sehen Sie das Datenmodell, was dem der GHT Base Web V2 zugrunde liegt. Das Kernelement ist die Aufnahme. Das ist nämlich dann, wenn Leute zusammenkommen, Musiker, Sänger, die zu einer Zeit das Werk eines Komponisten, eines Textdichters zusammen auf einen Tonträger bringen. Das Ganze findet an einem Ort zu einer Zeit statt. Und genau das ist das Kernelement. Um diese Aufnahmesituation dreht sich alles. Die Aufnahme wird dann aggregiert zu einem Medium. Das ist dann hier die Platte. Das kann unterschiedlich sein, können unterschiedliche Ausgaben von einer Aufnahme sein. Gerade im Bereich der Schellack-Schallplatten kommt es ja sehr häufig vor, dass eine Aufnahme auf den verschiedensten Serien, für verschiedensten Länderangaben erschienen ist. Wir haben
Dann den Aspekt des Archivs, das heißt also, dieses Medium findet sich ja als physisches Medium irgendwo in einem Archiv wieder. Und auch das, diese Information steht dann hier zur Verfügung. Das ist aber eine individuelle Information, die dann nicht unbedingt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Die Öffentlichkeit sieht eigentlich nur die Information bis zum Medium. Und wir haben eben hier die strenge diskografische Orientierung, dass wir die Inhalte in einer normalisierten Form darstellen und nicht die Themen, also die Titel und Interpretenangaben eins zu eins übernehmen, wie sie auf den Labels sich befinden. Jeweils den entsprechenden Elementen sind Daten zugeordnet, also Labels, kennen Soundfiles, zusätzliche Dokumente, Fotos, Kataloge und so weiter, damit man eben genau diese Möglichkeit hat, das Ganze von allen Seiten betrachten zu können. Was bedeutet das, kuratierte Inhalte? Hier zum Beispiel ein Beispiel von La Donna Immobile, diese berühmte Rigoletto-Arie. Ja, kennt man hier, aber es gibt natürlich auch die unterschiedlichen Sprachvarianten. Sie sehen hier unterschiedlichste Schreibweisen. Ojakje, Menjevje. Ja, das ist der gleiche musikalische Inhalt, aber eben halt eine fremdsprachige Variante. Aber es ist sehr schön, wenn man diese Platten so weit zusammenbringen kann, da sie eben halt auch gleiche Inhalte tragen. Dementsprechend bietet die Datenbank genau die Möglichkeiten, das auch zusammenzufassen, was zusammengehört. Ich möchte Ihnen nun einfach eine Darstellung direkt in der Datenbank geben. Die GHT Base WebPro 2 ist zugänglich für alle Mitglieder der GHT im Moment. Sind hier die Zugänge für alle unsere Mitglieder möglich. Wenn Sie sich hier auf diesen Link begeben, dann gibt es hier die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, sich einzuloggen. Und damit kommen Sie auf die erste Seite. Und ich hatte Ihnen vorher die Beispiele, die Tonbeispiele noch nicht vorgespielt, für diese Platten mit extremen Geschwindigkeitsabweichungen. Und das können wir uns hier eben mal raussuchen. Eine dieser Platten ist die Bildnisarie und gesungen von Leo Slezak. Ich bin hier mal auf Title and Works gegangen und suche jetzt einfach mal nach Bildnis. Dann zeigt mir die Datenbank alles, was ich mit Bildnis habe. Und da finde ich auch die Bildnis-Arie aus der Zauberflöte. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Und kann dann gucken, ja, von wem habe ich denn diese Aufnahmen zur Verfügung? Also es gibt 124 Einträge dazu von der Bildnis-Arie. Und ich wollte Ihnen die Slezak-Variante vorstellen. Aber richtig schreiben. Und dann kann ich hier auch suchen. Und von Leo Slezak gibt es fünf Aufnahmen dieser Arie. Davon eine nicht veröffentlichte. Das ist hier dieser Take der Grammophon. Interessant für uns ist die Aufnahme von 1902 und die möchte ich Ihnen hier einfach mal näher bringen. Wenn ich auf das Pluszeichen drücke, dann sehe ich mehr Informationen genau zu dieser Platte, zu dieser Aufnahme. Ich sehe hier, wer war bei dieser Aufnahme dabei. Hier Wilhelm Sinclair Darby als Toningenieur. Mozart hat das Ganze komponiert, Schikaneder hat die Texte dazu gemacht, Leo Slezak ist hier als Sänger zu hören.
Ich kann mir anschauen, auf welchem Medium ist diese Platte oder ist diese Aufnahme erschienen, auf welcher Platte, auf einer deutschen Grammophonausgabe mit dieser Bestellnummer. Es ist eine akustische Aufnahme, Needle Cut, also Seitenschrift auf 25 cm. Und ich kann mir das Label angucken und auch das Tonfile. Es gibt eine weitere Funktionalität, das ist das, oder findet man hier unter dem Thema VSP, das ist Variable Speed Player. Das ist nämlich die Nachbildung dessen, was man am Grammophon mit dem Geschwindigkeitsregler hat. Und das ist das, was ich Ihnen hier auch vorstellen möchte. Das ist nämlich die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu verändern, während man im Internet hier dieses Soundfile sich anhört. Ich spiele das einfach mal an und wir hören es dann schon auf der richtigen Geschwindigkeit, nämlich auf 85,3. Wenn ich jetzt aber auf 78 gehe, Sie sehen, wie kräftig sich das anhört, wenn man eben das Ganze auf normalen Schallplatten mit 78 Umdrehungen legt. Auch möglich, natürlich beim Grammophon die Geschwindigkeit zu modifizieren. Je nachdem, was Sie haben wollen, haben Sie die Möglichkeit, hier dementsprechend die Geschwindigkeit in einem sehr weiten Bereich anzupassen, um damit auch rauszufinden, was Sie als richtig hier ansehen. Die Empfehlungen von uns sind hier als Recommended Speed mit angegeben. Gehen wir hier noch einmal in die Datenbank. Ein weiteres Beispiel dafür, und da kann ich Ihnen einen anderen Weg zeigen, und zwar den Erik Schmedes. Das war das zweite Beispiel, wo die Schallplatte nur mit 66 Umdrehungen läuft. Und das ist auch ganz einfach. Man kann sich einfach hier die Künstler, Artists and Contributors raussuchen. Das heißt, hier hätte man für alle Mitwirkenden die Möglichkeit zu suchen. Und ich suche jetzt hier einfach nach Schmedes und finde dann, nachdem die Datenbank hier durchsucht wird, den Erik Schmedes. Davon gibt es 156 Aufnahmen. Und davon kann ich hier nach einer bestimmten Aufnahme suchen. Und das ist genau das, was ich hier gesucht habe aus Tosca. Dort gibt es eben auch die Grammophonaufnahme, die wir jetzt hier uns näher anschauen können. Und auch hier gibt sich dann wieder das Bild, wo Sie finden, welche Mitwirkenden gibt es, die wir kennen, die wir hier namentlich nennen können. Auf welchen Medien ist diese Aufnahme erschienen? Es gibt hier eben die Originalaufnahme, es gibt hier eine CD-Wiederveröffentlichung und eine Wiederveröffentlichung auf einer Langspielplatte. Das sind hier die zusätzlichen Informationen. Das Label kann man abrufen. Und wenn Sie jetzt diese Platte finden und auf einen ganz normalen 78 Umdrehungen Plattenspieler legen, wie Sie, wenn Sie EMT oder Dual oder Torrens, was auch immer Sie haben, und dann hört sich das Ganze so an.
das passt irgendwo nicht ganz. Und auch hier kann man den Variable Speed Player zu Rate ziehen. Und hier ist die empfohlene Geschwindigkeit 66 Umdrehungen. Und wenn ich das hier abspiele, das klingt dann schon gleich sehr viel vernünftiger. Ein sehr deutlicher Unterschied. Also damit ist es sehr wichtig, die richtige Geschwindigkeit für die Schallplatte zu wählen. Aber das hier hilft dieser Variable Speed Player sehr gut weiter. Sie haben weiterhin die Möglichkeit natürlich nach Labels zu suchen, nach Aufnahmen oder nach Mediennummern. Sie können sich hier zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier auf das Repertoire der Deutschen Grammophon AG schauen, DGA, dann finden Sie 43.000 Aufnahmen, die hier aufgelistet sind. Sie haben die Möglichkeit, auch noch einmal mehr über die Grammophon zu erfahren. Da gibt es noch einmal zusätzliche Informationen, die wir ergänzt haben. Das ist hier nur mal ein Beispiel, um diese Funktionalität zu zeigen. Aber es ergibt sich also hier die Möglichkeit, aus den verschiedensten Betrachtungswinkeln sich dem Thema Schallplatte zu nähern und möglichst viel Informationen über die Aufnahmesituation, über die Inhalte von Schallplatten zu finden. Ja, das ist ein kurzer Eindruck, den ich Ihnen vermitteln wollte über dieses Thema. Und ich würde Sie einladen, sich der GHT anzuschließen, der Gesellschaft für historische Tonträger. Wir sind ein Verein ansässig in Wien mit internationalen Mitgliedern aus 25 Ländern und haben uns als Ziel gesetzt, das Thema Schallplatte mit einem wissenschaftlichen Anspruch zu erfassen, uns dort zu bewegen und hier die ganze Sache mit entsprechender Ernsthaftigkeit zu betrachten. Wir veranstalten regelmäßig Konferenzen auch zu dem Thema über Schallplattentechnik, Inhalte, Musiker, Künstler und so weiter. Sie sind herzlich dazu eingeladen und mit dem bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde einfach hier das Podium wieder freigeben für eine Diskussion und Ihre Fragen beantworten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Geilmiller, für diesen umfassenden Einblick und natürlich auch in diese tolle Datenbank. Ich kann von meiner Warte aus sagen, da ich mich im letzten Jahr intensivst mit verschiedenen Diskografien beschäftigt habe, dass mich das wirklich schwer beeindruckt hat. Herr Zwark hatte mich damals darauf hingewiesen, was mit dieser Diskografie alles möglich ist. Ja, mit besonderem Blick auch auf Aufnahmedrehzahlen und sowas. Ich glaube, das ist ein Vorteil, den Sie bieten, den sonst keine andere Diskografie in diesem Umfang. Herr Wonneberg schüttelt die Hand so ein bisschen. Jedenfalls hatte ich es in diesem Maße vorher nicht irgendwo anders schon mal gesehen. Gut, die erste Meldung. Die Diskussion ist also hiermit eröffnet, ganz in die Breite, herzlich eingeladen. Gerne auch diejenigen, die noch keine Berührung mit diesem Thema haben. Frank und frei gibt es jetzt die Möglichkeit, die Experten einmal zu fragen, zu ganz basalen Fragen auch. Ja, also es muss jetzt nicht
nur eine Fachdiskussion sein. Also so. Deswegen, fangen wir an mit Herrn Elster, der sich gemeldet hatte. Na, ich wollte eigentlich nur klatschen und habe den Falschen erwischt. Aber vielleicht sollte man sagen, dass die Mitgliedschaft bei der GHT im Jahr nur 50 Euro ist, was nun wirklich ein Spottpreis ist. Und dafür bekommt man einiges geboten. Gut, wunderbar. Gibt es Fragen, Rückmeldungen oder erste Weiterspinnungen? Herr Seedorf. Ja, Herr Gallmiller, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und auch das, was Sie uns vorgestellt haben, hat Spaß gemacht zu hören. Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt ja berührt, die Frage der richtigen Umdrehung. Und das wird ja vielfach diskutiert. Und jetzt ist meine Frage, was sind Ihre Maßstäbe? Denn früher hat man gesagt, man nimmt die Klavierstücke oder die Partitur und was da drin steht, das ist so der Maßstab. Und wenn man dann in der Lucia van Lestelle-Arie bei Puccinis Tonart ist, dann stimmt das schon. Aber wir wissen ja, dass viele der Künstler damals transponiert gesungen haben. Ne? Also gerade Caruso hat es oft gemacht, ganz, ganz viel finden wir das bei Fernando de Lucia und etlichen anderen Künstlern. Wonach haben Sie justiert? Was ist Ihre Leitschnur gewesen? Die Frage würde ich gleich gerne weitergeben an den Christian Zwarg, der uns die ganzen Auswertungen, auch die Geschwindigkeitsinformationen gemacht hat. Ja, Christian, kannst du direkt drauf Stellung nehmen? Ja, bin ich online? Ja. Bin ich zu hören? Ja, das ist tatsächlich eine vielschichtige Sache. Schön, dass Sie so Einzelfälle erwähnen wie Fernando de Lucia, der wirklich eine harte Nuss zu knacken ist und auch immer noch ist. Also das wird auch wohl noch Jahrzehnte so bleiben. Und die letzten Zweifel wahrscheinlich nie ausgeräumt werden. Aber es spielen halt mehrere Dinge zusammen. Und da darf ich jetzt wiederum meinen lieben Kollegen Herrn Gallenmiller zitieren. Das ist einer seiner Kernsätze immer zu diesem Thema: Schallplatten existieren in Serien. Und ich sage also, das ist doch immer noch allgemeiner, es gibt kaum eine Platte oder kaum ein Tondokument, was im Vakuum existiert sozusagen, sondern die hängen irgendwie miteinander zusammen. Es gibt einerseits meistens mehr Schallplatten aus verschiedenen Epochen der Karriere eines Künstlers auf verschiedenen Labels oder an verschiedenen Orten aufgenommen und dergleichen. Andererseits hat ein Plattenstudio ja nicht nur einen Künstler aufgenommen, sondern Musik verschiedenster Genres in Abwechslung hintereinander weg, Militärkapellen, Opernsänger, Pianisten, was man sich vorstellen kann, was im Katalog halt vorkam. Und man muss also eine Vernetzung entwickeln sozusagen. Zum Beispiel sind für viele Länder aus der frühen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sind tragfähige Daten vorhanden für die Stimmtöne der Militärkapellen, weil das war eine offiziöse Angelegenheit und natürlich die Militärmusik bei weit über 100 Kapellen im preußischen Deutschland und in Österreich-Ungarn alleine war also ja auch ein Großabnehmer für Blasinstrumente. Und die mussten natürlich standardisiert gemacht werden, damit die Musiker, auch wenn Musiker wechselten von einem Regiment ins andere oder Kapellen zusammenspielen wollten, damit das passte. Das heißt, jedes Land hatte einen Normstimmton, viel strenger, als er für die zivilen Orchester galt oder gar für private Klavierstimmer, die eigentlich nach Gehör gemacht haben, was sie wollen in vielen Fällen. Und das hilft also ungemein, wenn die leider von vielen Sammlern schmählich vernachlässigten Militärmusikplatten, und wenn man die als Ausgangspunkt zum Beispiel nach der jeweiligen bekannten Norm stimmt, dann kommt man zu einer Abfolge von Drehzahlen und dann muss man schauen, was liegt dazwischen. Wir haben also meinetwegen eine Sitzung einer Militärkapelle mit 75 Umdrehungen und eine weitere ein paar Wochen später mit 76 und dann schauen wir uns mal an, welche Platten liegen denn dazwischen. Vielleicht war der Herr de Lucia gerade dazwischen in demselben Studio zufällig. Und dann kann man davon ausgehen, wir liegen auch dort mit großer Wahrscheinlichkeit grob bei 75 bis 76 Umdrehungen. Und wenn wir das als Startpunkt nehmen und eine seiner Arien hören, dass die einen ganzen Ton tiefer rauskommt, als in der Partitur steht, dann haben wir guten Grund, sie nicht um 10% zu beschleunigen, sondern anzunehmen, dass der Mann transponiert hat. Oder auch in kleinerem Rahmen dann mehrere am selben Tag
von selben Künstler hintereinander aufgenommene Stücke. Das muss man natürlich wissen, dazu brauchen wir die Diskografie, dazu brauchen wir die Matrizenlisten. Und wenn man das die dann untereinander vergleicht, dann kann man halt so Dinge feststellen, wie dass eben bei Caruso ein bekanntes Beispiel, dass in einer Sitzung, wo mehrere Stücke in der Originaltonart aufgenommen wurden, dann aber bei unveränderter Drehzahl plötzlich die Troubadour-Stretta oder Che Gelli da Manina aus der Bohème einen Halbton nach unten transponiert herauskommen. Das heißt, wenn man die in die Partiturtonart setzen würde und bei der Drehzahl bleibt, wären alle anderen Arien an diesen Tagen nach oben transponiert und das ist sehr unwahrscheinlich. Und aus vielen solcher Einzelbeobachtungen kann man dann ein Bild sich machen. Und wenn man eine Vorstellung der Stimme Carusos zum Beispiel aus den Mailänder-Aufnahmen durch deren Zusammenhang gewonnen hat, kann man sich im Vergleich anhören, wie klingt die Stimme, wie ist das Timbre, wie sind seine Vokalfärbungen nur ein Jahr später in Amerika und kann dann dort wieder Schlüsse daraus ziehen, ob das Klavier in New York höher oder tiefer oder ähnlich war wie in Italien. Und das ist also ist eine sehr mühsame und zeitraubende Arbeit auch, die erst in letzter Zeit überhaupt möglich geworden ist, denn kein Mensch besitzt alle diese Platten an einem Ort und es hat noch nie jemand an einem Ort all diese Platten besessen. Aber dadurch, dass wir sie digital zusammentragen können, aus der Library of Congress, aus der GHT-Archiv, aus Privatsammlungen, aus Wiederveröffentlichungen auf CDs und LPs, kann man einen sehr schönen Überblick sich verschaffen. Und ich habe meine bescheidenen Programmierkenntnisse, will ich es gar nicht nennen, aber Anwendungskenntnisse von diverser Software darauf verwendet, ein Verfahren zu entwickeln, nachdem man zum einen anhand des Digitalisats, sofern es nicht grob gefiltert ist, sondern originalbelassen ist und breitbandig ist, die Drehzahl der Schallplatte, mit der sie lief, als die Platte überspielt wurde, rekonstruieren kann. Da nämlich das Nebengeräusch im Takt der Umdrehung eine Modulation hat und also praktisch ein Infraschall bildet mit der Grundfrequenz der Umdrehungszahl. Damit kann ich also, ohne dass ich ihn fragen muss, sagen, mit welcher Drehzahl hat Keith Hardwick das überspielt oder mit welcher Drehzahl hat Bob Marston das überspielt und brauche die Originalplatte nicht, um nicht zwingend zu haben, sondern habe die Information trotzdem. Und kann damit Daten zusammentragen, die dann halt so ein Puzzlespiel nach und nach ergeben. Das hat was von Sherlock Holmes. Fantastisch. Ja, sehr viel, sehr viel. Und wie gesagt, manche Sachen sind sehr überraschend, wie eben, dass die gängige Lehrmeinung, dass halt 435 oder gar 432 Hertz noch sehr vorherrschend waren um 1900, dass sich das als gar nicht zutreffend erwiesen hat. Sondern dass der Durchschnittsstimmton deutlich höher liegen muss, weil man ansonsten einige Ausreißer nach unten nicht erklären kann, die doch gelegentlich vorkommen. Zum Beispiel hat Francesco Tamagno in seiner Villa tatsächlich, wo ja die ersten Aufnahmen von ihm gemacht wurden, da ist ja Geisberg hingereist, extra um den berühmten Mann nicht die Strapaze aufzuerlegen, ins Studio kommen zu müssen. Und wir wissen ja, dass Tamagno auch ein großer Verehrer von Verdi war und auch ein persönlicher Bekannter von ihm. Und natürlich steht sein Klavier in 432 Hertz, so wie es Verdi immer empfohlen hat. Aber in London sah das ganz anders aus. Und Adelina Patti ist als viktorianische Diva natürlich stur bei den 452 Hertz beim Flügel in ihrer Villa geblieben. Sodass das nicht, also wenn man die mit 435 Hertz spielt, hört man einen Mezzosopran, aber nicht Adelina Patti. Und dann helfen einem gelegentlich sogar Anekdoten weiter, wie dass Madame Melba darauf bestand, nicht nur in allen Konzertsälen, wo sie auftrat, sondern eben auch im Aufnahmestudio, dass das Klavier bei 435 bleibt, weil sie sich das eine höhere Stimmung nicht zumuten wollte. Und es ist sehr amüsant gewesen zu sehen, dass die Aufnahmen aus dem Londoner Studio, der GNT, tatsächlich bis wenige Tage vor Melbas Auftreten dort erstmalig im Oktober 1904 mit 452 Hertz durchaus überzeugend klingen. Und dann kommt ihre Sitzung und von da ab sind wir bei 435 und dann sind sie dort geblieben, wohl weil sie den Klavierstimmer nicht nochmal bemühen wollten, um es wieder hochzuziehen.
nach dem Motto, jetzt haben wir den Schritt in die Zukunft, in die Moderne gemacht und haben den alten Zopf abgeschnitten. Und dann von da ab bleibt es recht brav bei 435 in diesem speziellen Studio. Dagegen sieht man halt auf den ganz alten Fotos, wie wir sie auch am Anfang gesehen haben, von 1898 oder 1900 halt, das ist ein sehr verschnörkeltes, altes, viktorianisches Upright offensichtlich. Und ich möchte fast behaupten, als sie das Behelfsstudio zuerst eingerichtet haben in dem Hotelsaal, den sie gemietet hatten, in der Maiden Lane, dass sie ein vorhandenes Klavier einfach verwendet haben. Und es ist fast unmöglich, dass 1898 ein Klavier für tiefe Stimmung gebraucht, zufällig, billig, irgendwo in London vorhanden war. Das waren alles alte Broadwoods und alte Steinways, die auf 452 dimensioniert waren und beseitet waren. Und natürlich spielen die alten Platten auch so, die ersten. Es gibt zwei weitere Fragen von Thomas Wosonik und Thomas Glaser. Thomas Wosonik, bitte. Ja, vielen, vielen Dank. Wirklich sehr, sehr erhellend. Und ich habe eine Frage, die direkt an sozusagen die Gedanken von Herrn Seedorf anschließt und die wahrscheinlich in ihrer Naivität auch offenbaren, dass ich diskologisch eher noch an der Oberfläche kratze. Was mich immer irritiert in diesen Debatten und genau an dieser Frage, die Sie jetzt da ja auch jetzt so ausführlich beantwortet haben, zum Thema, wie, mit welcher Geschwindigkeit spielt man es ab. Was mich immer irritiert ist, wieso kommt es oder kam es eigentlich dazu, dass wir heute diese Frage zu stellen haben? Ja, ist natürlich klar, fehlende Standardisierung, die Argumente, die Sie jetzt vorgebracht haben, aber man sollte meinen, wie gesagt, mein naiver Blick darauf, aber in bei einer Industrie, die bereits in den 1910er Jahren derart marktrelevant war, dass es sozusagen möglich gewesen wäre, sollte man annehmen oder dokumentierbar gewesen wäre, wie denn das nun abzuspielen wäre. Oder auch eine Überlegung meinerseits, dass es ja sozusagen sowohl innerhalb einzelner Plattenfirmen standardisierte Prozesse geben muss, gleichzeitig aber auch mit Blick auf das zu erwartende Publikum, auf die Abnehmer am Tonträgermarkt, man einen gewissen Standard voraussetzen muss, bei dem man annehmen kann, so wird das dann vermutlich abgespielt werden können. Was mich zur weiteren Frage stellt. Entschuldigung? Sagt, schön wäre es gewesen. Eben, aber das führt mich jetzt eben zur weiteren Frage, sozusagen so die allgemeine Rezeptionshaltung, jetzt von einzelnen, wie gesagt, kritischen professionellen MusikerInnen abgesehen, da kennt man ja kritisches Feedback, aber so allgemein, war das vielleicht auch eine ganz andere, oder wie würden Sie die Rezeptionshaltung im Allgemeinen dem gegenüber beurteilen? Hatte das vielleicht keine Rolle gespielt? Hat das, oder vielleicht haben da einzelne Zuständige in den jeweiligen Plattenlabels das wohl wissentlich möglicherweise verdreht, weil das ihrer Ästhetik entgegenkam? Das klingt halt schöner, wenn Sänger X jetzt höher singt und das Klavier bei Sänger Y dann vielleicht in eine andere Tonart verschoben wird. Sprich, haben Sie da irgendwie würden Sie das auf ein paar wenige Sätze herunter reduzieren können, wie der große ästhetische Erwartungsrahmen auch war an diese Einspielung, wie mit dem umgegangen wurde? Also ich glaube, man muss vielleicht ein technisches Wort und dann vielleicht von dir, Christian, nochmal. Ja. Man muss sich die Geräte anschauen. Man muss sich die Aufnahmemaschinen und Wiedergabegeräte anschauen. Es gab dort eben keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit exakt zu bestimmen. Die alten Aufnahmemaschinen, die hatten so einen Fliehkraftregler und da gibt es nicht einmal eine Skala. Also ich habe dieses Bild gezeigt von der Aufnahmemaschine und dort gibt es einfach so ein Rädchen und da dreht man einfach so lang, bis das Ding ungefähr so läuft, wie man sich das vorstellt. Da legt man irgendwo eine Markierung auf den Plattenteller und nimmt die Uhr und zählt dann auf 78. Und das ist dann 78. Und wenn man sich verzählt hat, dann kommt man bei 88 oder bei 68 raus, wie wir es an den zwei Beispielen gesehen haben. So hat man das gemacht. Und es war, glaube ich, einfach auch unwichtig, weil jedes Grammophon auch diesen Geschmacksknopf gehabt hat. Und dementsprechend war das für den damaligen Benutzer eigentlich auch gang und gäbe. Man hat halt da so lang gedreht, bis es ungefähr so getönt hat, wie man es gerne haben wollte. Und ich glaube auch viele Zuhörer damals, denen war das egal, die haben halt irgendwo so lang gedreht, bis es irgendwo subjektiv gepasst hat, ob das jetzt die richtige oder die falsche Geschwindigkeit ist. Ich glaube, das war den Produzenten damals egal. Was ja auch bezeichnend dafür ist, dass man sich nicht früher einen Mechanismus überlegt hat, um es auch schon beim Aufnehmen
klarer bestimmen zu können, ja, also würde ich schlussfolgern. Sie müssten dann ja eine Stimmgabel nehmen. Sie hatten keine Möglichkeit, die exakte Geschwindigkeit zu messen. Es gibt keinen digitalen Zähler oder sowas. Sie hätten eine Stimmgabel nehmen müssen. Es gibt es auch. Ganz wenige Schallplatten haben am Anfang einen Stimmton und damit hätte man die Möglichkeit gehabt, das exakt auf die richtige Wiedergabegeschwindigkeit zu bringen. Aber das ist wirklich verschwindend. Das sind ein paar wenige Platten, die das haben. Aber das Gros, es war einfach nicht wichtig. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir heute einfach sehen müssen. Die Geräte bis in die 30er Jahre hatten den Geschmacksknopf, um die Geschwindigkeit in einem weiten Bereich anpassen zu können. Auch elektrische Grammophone aus der Zeit. Und es war einfach so üblich, es in der Richtung zu machen. Ja, Christian, vielleicht noch eine Ergänzung. Also ich würde insofern gerne noch was hinzufügen, dass es sehr wohl Vorstöße gab, schon in den frühen Jahren, da also eine Lösung zu finden, eben weil das ja doch halt vielen als musikalisch unbefriedigend aufgestoßen ist, nicht zuletzt auch vielen Künstlern, die also nicht nur aufs Geld geschaut haben bei den Aufnahmen, sondern auch einen Respekt vor ihrer Kunst hatten sozusagen. Und es ist also, gibt die Geschichte, dass also Marcella Sembrich also als schockiert gewesen ist und fast in Ohnmacht gefallen ist, als sie die Probeplatte von ihrer Traviata in einer anderen Tonart vorgespielt bekam, als sie sie gesungen hatte. Und sie hat dann für ihre Platten und genauso Madame Melba, Madame Clara Butt in England und eine Handvoll anderer Sänger, vorwiegend Sänger, die haben durchgesetzt, dass die Tonarten auf das Label gedruckt werden, sodass zumindest der musikalisch kundige bürgerliche Benutzer, der wahrscheinlich auch ein Klavier zu Hause hatte damals, mal einen Akkord anschlagen konnte, wenn er die Platte anlaufen lässt und dann ungefähr wenigstens nicht ganz grotesk daneben liegt. Das andere Problem ist, gerade bei den Platten, die Klaus-Peter ansprach, mit den Stimmtönen, da haben wir oft das Problem, der Stimmton ist an einem Ende der Aufzeichnung, meistens am Ende, damit er durch eine endlose Rille abgetrennt werden kann und nicht jedes Mal mitgespielt wird, wenn man die Musik hört, sondern nur, wenn man ihn gezielt auflegt, sozusagen. Und dann haben wir das Problem, dass die Musik innerhalb der Platte schon um einen Viertelton wegdriftet, weil die Drehzahl am Anfang der Platte 2 RPM anders ist als am Ende. Ja, worauf passt jetzt dieser Stimmton? Der passt auch nicht, das A, was man da hört, auf der Stimmpfeife geblasen, passt auch nicht zum A des Orchesters oder des Klaviers, was vorher kam. Und da merkt man, wie unpräzise diese ganze Regelung war. Das heißt, es wurde darauf geachtet, dass man leidlich wenig kurzfristige Schwankungen hatte, dass man kein artifizielles Vibrato oder Jammern im Ton hatte. Aber die langfristige Konstanz, die konnte die Technik überhaupt nicht bieten. Und deswegen, wir haben Platten, die driften wirklich innerhalb von 4 Minuten um einen halben Ton weg. Das heißt, das nützt gar nichts, wenn man sie am Anfang richtig stimmt. Am Ende ist es zu hoch oder zu tief. Meistens zu hoch, denn wenn es zu tief ist, klingt es unangenehm. Und das sind meistens die Platten, die unveröffentlicht geblieben sind. Denn es klingt einfach enttäuschend, wenn der Tenor strahlend anfängt und dann am Ende das hohe C zum besseren B verkackt irgendwie, weil die Platte nachgelassen hat sozusagen, beziehungsweise abgehauen ist in der Drehzahl bei der Aufnahme. Und das Grammophon macht das natürlich nicht nach. Und also die Probleme waren bekannt. Die Firma Favorit hat auf jede ihrer Platten jahrelang die Tonart draufgedruckt und dann offenbar so wenig Resonanz dafür bekommen und für den extra Aufwand, dass sie es dann nach 5 Jahren wieder haben sein lassen. Also offenbar wurde es nicht gezielt willkommen geheißen oder war kein Verkaufsargument für die Platten. Und dass die zwiespältige Aufnahme des Grammophons beim Fachpublikum, dass also einige Komponisten und Kritiker ja ganz begeistert von Anfang an vom Grammophon waren und zwar auch solche, die selber gar keine Aufnahmen gemacht haben. Also Humperdinck hat sich begeistert über das Grammophon geäußert. Also da und Lobesbriefe für die Grammophon geschrieben, der war nie unter Vertrag, der hat leider nie eine einzige Platte gemacht. Oder Richard Strauss auch, da kann man schon eher einen Eigennutz nachsagen, weil er halt auch Vertragskünstler war. Aber andererseits gab es halt auch die Fraktion, sowohl Komponisten, aber auch gewisse Interpreten und Literaten und dergleichen, die sich vehement dagegen aussprachen und die halt von Musik aus der Dose und von einer Verwilderung der Sittensprachen sozusagen und die den
Untergang des Abendlandes fürchteten, wenn Grammophonmusik überall gemacht wurde. Und ich vermute, das müsste man mal näher nachforschen, das habe ich nie gemacht, aber ich vermute, dass die schlimmen Gegner diejenigen waren, die mit einem absoluten Gehör begabt waren. Denn die falsche Tonart ist das größte Problem, was der Naturtreue im Wege steht. Alles andere kann das Ohr leidlich kompensieren, selbst das Quäken eines Trichters. Fragen Sie heute die jungen Leute, die auch keine HiFi-Anlage mehr haben, sondern die ihre Musik auf dem Smartphone hören. Die empfinden es auch als befriedigende Wiedergabe, obwohl es ganz eingeschränkt ist technisch. Schlimmer tönt ein Grammophon auch nicht. Aber die falsche Drehzahl, die versaut einem wirklich nicht nur den Höreindruck oder die Natürlichkeit des Höreindrucks und des Timbres, sondern auch den ganzen Charakter der Musik, weil das Tempo verzogen wird und bei Gesangs- und Sprachaufnahmen halt auch die einzelnen Elemente, sprich die Frequenz des Vibratos, das Timbre der Vokale und die Vokalfärbungen, alles gleichermaßen verzerrt werden und also wirklich eine Karikatur der Musik herauskommt, verwandelt sich halt dann Caruso irgendwie ins Lied der Schlümpfe. Also und ja, das also, ich behaupte, dass die Drehzahl und ihre genaue Einhaltung möglichst innerhalb ein plus minus 1% wenigstens mehr dazu beiträgt, dass man einen lebendigen Eindruck trotz aller messtechnischen Schwächen und aller aufnahmetechnischen Probleme von einer historischen Aufnahme bekommt, als irgendein anderer Faktor für sich genommen. Das heißt, wenn die Drehzahl falsch ist, kann man alle Trichterresonanzen korrigieren, kann man alles Geräusch ausfiltern und kommt trotzdem bei etwas raus, was artifiziell und klingt und nichts mit dem zu tun hat, was damals gespielt wurde. Die Frage von Thomas Glaser, bitte. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag, bei dem ich sehr viel Neues gelernt habe. Ich habe jetzt eine Frage zu den verwendeten Instrumenten beziehungsweise zu den Besetzungen, die wir auf einigen Ihrer Slides gesehen haben. Wenn ich mich nicht täusche, waren da bei manchen Ensembles oder Orchestern Strohgeigen mit abgebildet. Und auf anderen, bei anderen Ensembles oder Orchestern wiederum, sag ich mal, konventionelle Geigen, also ohne diesen Schalltrichter an der Geige. Wovon war das abhängig? War das abhängig von der Verfügbarkeit oder vom eingespielten Repertoire? Gibt es dazu Angaben? Angaben dazu kenne ich keine, sondern also das ist mehr oder weniger, glaube ich, zufällig. Ich gehe mal davon aus, dass einfach die Verfügbarkeit auch eine große Rolle gespielt hat und natürlich auch vielleicht die Aufnahmetechnik. Wozu benutzt man eine Strohgeige, um eben hohe Töne besser auf die Platte bringen zu können. Je nachdem, wenn es jetzt stark violinlastig ist und eine frühe Aufnahme ist, dann hilft unter Umständen die Strohgeige, um es besser zu machen. Später, also bei elektrischen Aufnahmen spielt es sowieso keine Rolle mehr und vielleicht auch bei späteren akustischen Aufnahmen macht es unter Umständen auch nicht unbedingt mehr den großen Sinn. Christian, du hattest noch eine Anmerkung dazu? Ja, also tendenziell die allerfrühesten Aufnahmen, da war man noch nicht auf die Strohgeige gekommen, entsprechend dürftig sind sie, was Streicheraufnahmen angeht. Streichorchester kommen dann bis 1904, 1905 praktisch nicht vor auf Platten, sondern es ist immer für Bläser arrangiert. Und dann hat man herausgefunden, geschickte Arrangeure wie Bruno Seiter-Winkler in Deutschland oder Carlo Sabaino in Italien haben dann herausgefunden, dass man, wenn man die Instrumentierung geschickt modifiziert, einen Klangeindruck erwecken kann über den Trichter, der also ein brauchbares Surrogat sozusagen der originalen Instrumentierung liefert, ein besseres, als wenn man versucht, eins zu eins die Orchesterbesetzung abzubilden. Und die Strohgeigen wurden in der Regel wirklich zur Verstärkung benutzt, sodass also normale Geiger auch anwesend waren, um einen sozusagen den Ensembleklang darzustellen. Aber um die Kontur, die Linien besser herauszubringen, hatte man ein oder zwei Strohgeigen dabei in der Regel, die halt auch die praktisch markantere Obertöne brachten und die vom Trichter verschluckten Obertöne der normalen Streicher ein bisschen ausgleichen sollten.
Aus gleichem Grund hat man zum Beispiel auch gerne Cello mit Fagott oder mit Waldhorn gedoppelt. Die entweder geizigen Plattenfirmen, die nicht viel für das Orchester ausgeben wollten, oder ungeschickte Arrangeure, haben schlichtweg die Instrumente ersetzt. Und das klingt dann immer sehr peinlich. Also wenn dann tatsächlich keine Celli vorhanden sind, sondern nur ein Fagott da in der Tiefe blökt, da kann dann auch keine Restaurierung etwas retten. Das ist einfach dann ein sehr, sehr plakatives und sehr, sehr billig klingendes Arrangement. Aber in der Regel hat man das dezenter eingesetzt, nur zur Verstärkung von Instrumenten, die durch ihre eigene Obertonstruktur nur schwach aufgenommen werden konnten. Ja. Ich würde sehr gern, wenn ich darf, meine Frage anschließen, dann Herr Wonneberg. Und zwar die Frage nach der Konsequenz für musikwissenschaftliche Forschung. Ich hatte mir notiert als Frage an Sie beide, wann denn nun die 78 Umdrehungen pro Sekunde als Aufnahmegeschwindigkeit sich dann etabliert hatten oder auch nur realisiert werden konnten. Zwischenzeitlich hatte dann Herr Elste im Chat geschrieben, dass das eigentlich erst in den späten 1940er Jahren der Fall gewesen sei. Was für mich eigentlich hieße, dass wir vor den 1940er Jahren, wenn wir eben diese Aufnahmedrehzahlen nicht explizit vorliegen haben, jegliche Form von Zeitpunktmessungen so nicht durchführen können, jedenfalls nicht in absoluten Zahlen. Würden Sie dem zustimmen und genau, was ist die Konsequenz daraus? Also müssten wir dann im Grunde vor 1940 oder bis in die 1940er Jahre hinein grundsätzlich, wenn wir Zeitstruktur vermessen, nicht auf relative Werte ausweichen? Dem würde ich mich anschließen, weil die meisten Schallplattenfirmen diese HMV-Aufnahmemaschine verwendet haben mit Gravitationsantrieb. Und die hat eben keine feste Netzsynchronisation. Und auch dann später, als es Geräte mit Netzsynchronisation gegeben hat, muss man natürlich betrachten, dass die 50 Hertz nicht immer 50 Hertz sind. Und ich habe sogar Maschinen aus den 50er Jahren gesehen, wo neben der Schneidemaschine mit Synchronmotor noch einmal ein Frequenzgenerator steht, wo man dann also plötzlich noch einmal ein Hertz rauf oder runter drehen kann. Das heißt, glauben Sie bitte schön keiner Umdrehungsgeschwindigkeit, keinen 78, keiner 45 und keinen 33, weil es gibt wirklich Beweise dazu, dass man das bis in die 50er, 60er Jahre angepasst hat. Direkt getriebene Schneidemaschinen, die gab es erst in den letzten Jahren, die dann quarzgenau waren. Denen könnte man vielleicht trauen, aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber alle anderen Schneidemaschinen waren mehr oder weniger ungenau. Und wie gesagt, ich habe es heute früh schon mal in einer Bemerkung zur Keynote, glaube ich, war es, oder zum ersten Vortrag erwähnt. Selbst die strenge deutsche DIN 45500 HiFi-Norm erlaubt ein dauerndes, konstantes, also nicht wimmerndes Abweichen von der Solldrehzahl von plus 1,5 bis minus 1% für HiFi-taugliche Geräte. Das heißt, mit größerer Genauigkeit haben wir nicht zu rechnen. Und das ist aber auch in etwa die Genauigkeit, die man bei gewissenhafter Arbeit jeder Aufnahme wieder beibiegen kann, sofern man ein bisschen Hintergrundwissen hat über den verwendeten Stimmton. Ich meine, 1,5% ist schon größer als der Unterschied zwischen 435 und 440. Das ist also sehr gutmütig im Grunde genommen. Und 1% in der Laufzeit heißt aber auch, dass eine komplette Winterreise halt also eine Minute kürzer oder länger sein kann. Insofern da auf die Sekunde genau dann bei einem Werk, was eine Stunde oder länger spielt, auf die Sekunde genau der Gesamtlaufzeit Bedeutung beizumessen, das kann einen ziemlich in die Wüste führen, sage ich mal. Weil das sind einfach Toleranzen, mit denen man zu rechnen hat. Und wenn man, das ist halt auch, da kommen wir auch wieder auf das Thema von heute früh mit den signifikanten Nachkommastellen. Im Grunde genommen, bei Prozentzahlen sollte man eigentlich höchstens eine, würde ich sagen, wenn es um Zeitdauern geht und man nicht keine mit kontrollierten Mitteln gemachte digitale Aufnahme hat. Vielen Dank. Herr Wonneberg, Ihre Anmerkung, bitte. Sie müssten Ihr Mikrofon bitte noch anmachen. Ja, jetzt habe ich mein Mikrofon eingeschaltet. Ich bedanke mich recht herzlich, diese Einladung bekommen zu haben zu dieser wirklich wunderbaren, für mich überraschenden Tagung.
Ich habe heute große Teile mir angehört und war verwundert darüber, wie mit welcher Akkuratesse einige junge Kollegen in der digitalen Domain unterwegs sind und sich siebenstelligen hinterm Komma beschäftigen können. Ich würde zwei, drei Sachen noch anmerken wollen. Ich bin ja unter anderem auch in der GHT seit einigen Jahren präsent und eher für die Zeit nach 1948 verantwortlich. Und eine wichtige Sache ist beispielsweise diese Fotofrage, die vorhin aufkam. Viele dieser Fotos sind natürlich gestellte Fotos. Das sind keine Fotos, die während der Aufnahme entstanden sind, sondern für den Foto, selbst fotografieren dauerte damals viel, viel länger und hatte ganz andere Prämissen, als wir das heute mit dem Handy kennen. Das heißt, die konnten auch mal schnell ihre Strohgeige gegen eine richtige austauschen. Sie konnten mehr Leute sein oder weniger Leute. Sie konnten sich neu aufstellen. Sie konnten in dem Raum eine völlig andere Perspektive machen. Also man saß beispielsweise für ein Foto in der falschen Richtung, als die man hatte, die man bei der Aufnahme hatte. All diese Sachen muss man immer mit anderen hinterfragen. Ein Foto ist auch immer gleich möglich eine Lüge. Die zweite Sache, die mir, ich habe jetzt viele Sachen hier aufgeschrieben, was wir noch anmerken müssen, ist, ich bin, für mich ist wichtig, dass wir immer davon reden, es gibt eine Originalaufzeichnung. Die Originalaufzeichnung ist immer die Aufzeichnung, die am Anfang steht. Also beim Nadelton, bei den Shellacs zum Beispiel, ist es die Wachsmatrize, die man hat, die man dann abformt und vervielfältigt. Das ist dann schon ein Abbild davon. Oder wir haben die Langspielplatte, die es ja bis heute noch gibt, wahrscheinlich aktuell das längste existierende Medium, demnächst 75 Jahre alt. Und da wäre noch anzumerken, dass am Anfang die ersten 100 Platten, die Columbia als sogenannter Systementwickler herausgebracht hat, alle von Aufnahmeplatten überspielt wurden, weil es keine Tonbandaufnahmen gab, auf denen die beruhten, sondern es waren alles mehrfach teilweise zusammengeschnittene Geschichten, auch einen sehr schönen Essay irgendwo im Netz, kann man gucken. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes anzumerken. Der Tag über, und das ist auch das, was jetzt praktisch das Thema für nachfolgende Generationen ist, ist nicht der Original-Tonträger, dass man den in die Hand nimmt, ihn bewerten kann, wie Christian das immer macht oder Klaus Peter, sondern dass man sich darauf einlässt. Man hat ein Digitalisat, es gibt eine mehr oder weniger zuverlässige Quelle und das bewerte ich dann. Wo sind diese Quellen? Wir sind mittlerweile an einem Punkt, dass wir nur noch drei Majors haben, die wahrscheinlich im historischen Bereich 95% aller aufgenommenen Tonaufnahmen im Original oder in der ersten Abformung besitzen. All diese Archive, die... Wie bitte? Ich sage, das tun sie eben nicht, das ist ja das Problem. Ja, aber... sie haben sie weggeworfen. Es gibt ja immer noch, wo wir in bei Supraphon waren, in Prag oder so. Es gibt doch noch die tollen Sachen. So, und wir haben jetzt mittlerweile einen Standort, der nicht mehr in Europa liegt, sondern in Großbritannien, wo inzwischen Universal, EMI und Abbey Road und auch Teile von Warner die europäischen Sachen ausgelagert haben, die dort an fünf verschiedenen Standorten rund um London hochgesichert aufbewahrt werden und die darüber entscheiden, wie davon neu abgezogene Analogkopien oder Erstdigitalisate zur weiteren Verwendung bereitgestellt werden. Andererseits haben wir eine Rechtsform weltweit über die verschiedenen Vereinbarungen, dass nach 50, 70 Jahren mechanische Rechte frei werden. Wir haben es zunehmend zu tun, auch im Netz, mit Digitalisaten, die nicht mehr aus erster Hand sind, sondern die entweder Dubletten sind oder umgeschriebene Sachen oder Neuaufnahmen von alten Digitalisaten, die wiederum dazu führen, dass man eigentlich jedes Digitalisat auch schon mal gegenprüfen müsste, ob das überhaupt noch halbwegs authentisch ist. Und das betrifft nicht bloß historische, also ultrahistorische Material wie den Caruso, den wir da vorhin hatten, sondern betrifft auch Aufnahmen aus den 60er Jahren.
Ja, und wir haben diese große Problematik, dass wir nicht wissen, ob die nacheditiert haben, ob die wiederum dort nicht bloß die Cracker gemacht haben, sondern dass die auch Schnitte vorgenommen haben und Nummern verkürzt, verlängert haben oder ausgetauscht haben, wenn man das jetzt wiederum einliest. Ja. Also für mich ist im Prinzip immer auch interessant, dass man neben der eigentlichen digitalen Bewertung, die man vornehmen kann, auch immer die Quelle halbwegs seriös nachweisen kann, auf die man sich berufen hat und dass man das auch im Doppelcheck macht. Also das Netz ist im Prinzip so ein Loch ohne Boden. Man muss alles, was man dort irgendwo findet, immer zwei- oder dreifach checken, ob das auch halbwegs authentisch ist oder nicht. Ich habe mir noch eine Anmerkung geschrieben. Wie gesagt, Nadeltontechnik ist das eine. Die eigentlich mechanischen Künste, über die wir reden, Tonaufnahme ist eine dieser sogenannten mechanischen Künste, dazu gehört auch Film, Foto, sind prädestiniert dafür, dass sie uns nur einen Ausschnitt zeigen von irgendwas, also von einer Annahme einer Wirklichkeit, und dass sie vor allen Dingen hoch manipulierbar sind. Beim Kino wissen wir das, dass es davon lebt, dass wir nicht sehen, was links und rechts ist, sondern dass wir einen Fokus haben. Und bei der Tonaufnahme war es auch von Anfang an so, dass es in dem klassischen Sinne keine Konserve ist. Es ist nichts drin in der Tonaufnahme, was in irgendeiner Art und Weise sich auf biologische Schichten wie eine normale Konserve, also im Wortbereich funktioniert, sondern es ist, Zapper hat dazu mal einen ganz wichtigen Satz gesagt, es ist ein Raum, also es ist ein Mikrofon, was die Molekularbewegung im Raum beobachtet und weiterleitet zu einer Aufzeichnung. Und das ist, also das bezieht sich jetzt auf eine Geschichte, dass man praktisch akustisch, also mit einem Mikrofon aufnimmt. Inzwischen sind wir ja viel weiter, dass wir das direkt aufnehmen können und manipulieren können. Aber wir sind ja heute im historischen Bereich unterwegs. Insofern denke ich auch, dass viele Aspekte, wenn man sie jetzt so analysiert, wie ich das heute kennengelernt habe, was also alles möglich ist, mitunter auch vermenscheln muss. Also man muss sich auch überlegen, hat denn damals wirklich jemand in dem Fall so darüber nachgedacht oder hat er einfach nur musiziert? Ist es nicht einfach passiert? Ja. Und was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Also wie gesagt, mit den Archiven ist mir eine ganz wichtige Sache. Und noch die andere Sache mit den Produzenten. Am Anfang der Tonträgerindustrie war das ein Bereich, wo man sehr viel Geld machen konnte. Weshalb auch am Anfang ganz viele Banker oder ehemalige Banker dort eingestiegen sind, weil die Rendite faszinierend groß war. Und es ist im Prinzip die Unterhaltungsindustrie, also die Tonträgerindustrie ist eine echte Unterhaltungsindustrie gewesen, immer schon. Und sie hat das bis heute nicht aufgegeben. Es macht eigentlich niemand eine Aufnahme, ohne damit einen Gewinn zu erzielen. Und im günstigsten Falle macht er eine Mischkalkulation. Also die EMI hat viele Jahre mit den Beatles die nicht ertragreichen Klassikaufnahmen querfinanziert. Damit möchte ich meinen Beitrag beenden. Herzlichen Dank, Herr Wonneberg. Ich würde Folgendes vorschlagen. Es gibt unglaublich viel Diskussionspotenzial, natürlich, auf alle Ihre Anmerkungen hin. Und wer das noch ausfechten, austragen möchte, sei nochmals auf den Wonder Room verwiesen. Dort können Sie diskutieren, solange Sie noch mögen. An dieser Stelle schließen wir, würde ich sagen, allerdings den offiziellen Teil der Tagung und auch des Tages. Wir sind seit 11 Stunden ja fast ununterbrochen gefühlt an der Mache. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich nochmals bedanken bei Klaus-Peter Gallenmüller für diesen unglaublich aufschlussreichen Einführungsvortrag, an Herrn Gallenmüller und Christian Zwark für all diese wundervollen, einsichtsreichen Stellungnahmen zu unseren Fragen. Herrn Wonneberg, vielen Dank, dass Sie dazugekommen sind. Und an Sie alle, an diese fruchtbare und spannende Diskussion, eben an dieser Schnittstelle, die so wichtig ist für musikwissenschaftliche Forschung, denke ich.
So, auch nochmal die unvermeidliche Ansage an alle, die dazugekommen sind für dieses Panel. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich noch eintragen würden in unsere digitale Teilnehmerliste. Das ist der erste der zwei Links, die ich gerade eben nochmal gepostet habe. Auf ein Google Docs-Dokument ist das. Wer das nicht möchte, sende einem von uns Tagungsleitern bitte eine kurze E-Mail, dann tragen wir Sie händisch ein. Und der zweite der beiden Links ist der eben genannte Wonder Room. Ich sage von meiner Seite herzlichen Dank für heute. Es war ein unglaublich spannender Tag und übergebe das Wort an Julian Kaskel und Thomas Wozonik, wenn ihr noch was sagen möchtet. Also es geht morgen auch direkt um 9 Uhr wieder weiter, wobei Herr Gottschewski, der uns auch aus Japan zugeschaltet ist, seinen Vortrag voraufgezeichnet hat, weil sie heute bis zum Schluss durchgehalten haben. Wenn Sie da einen ganz dringenden Termin haben, können Sie davon ausgehen, dass Sie das voraufgezeichnete Video auch auf anderem Weg sehen könnten. Die Diskussion allerdings zum Beispiel findet dann schon wieder live nur hier statt. Wir würden uns also freuen, Sie morgen um 9 Uhr wieder zu sehen oder um 9.30 Uhr zur Diskussion, wenn es gar nicht anders geht. Ansonsten bedanken wir uns auch nochmal dafür, dass gerade auch das Zusammenspiel zwischen den Musikwissenschaftlern, die immer von sich glauben, dass sie die reflektierten wissenschaftlich arbeiten sind, und den Nicht-Musikwissenschaftlern so schön geklappt hat. Denn in Wahrheit sehen wir ja am Ende des Tages, dass niemand manchmal naiver ist als der Musikwissenschaftler, der anfängt, sein gefundenes Digitalisat oder eine YouTube-Datei einfach auszuwerten, ohne die Vorgeschichte zu rekonstruieren. Die Idee war es gerade, hier einfach ein Problembewusstsein auf beiden Seiten zu verstärken und zu entwickeln. Ich hoffe, das hat gut funktioniert. Wir haben auf jeden Fall unglaublich profitiert von dem, was wir heute von Ihnen gehört haben, gerade auch Herr Gallenmiller, Herr Zwar. Und da bedanke ich mich schon mal jetzt dafür. Thomas, möchtest du noch was sagen? Ich habe gerade überlegt, ich habe eigentlich nichts mehr anzufügen. Großer Dank auch an meiner Seite, und man kann nur das Beste und Vielversprechendste erwarten für den zweiten Tag morgen. Vielen Dank an die Runde. Und ja, auf einen zweiten, ebenso produktiven, ebenso input-intensiven Arbeitstag.